Moin moin, hier ist Clemens von Rockzone Records. 2021, Corona, Lockdown, die Welt steht still und die Dropkick Murphys veröffentlichen ein neues Album. Wie geil ist das denn bitte? Und ob dieses Album es wert ist, es zu hören, das erfahrt ihr in den nächsten 2 Minuten 20. Viel Spaß! Für mich persönlich ist die Blackout-Scheibe der Dropkick Murphys das Folk-Punk-Album schlechthin, weil es einfach alles vereint, was perfekten Folk-Punk ausmacht. Und dementsprechend muss ich natürlich jedes neue Release mit diesem Album messen. Am 30. April war es dann soweit, Turn Up The Dial ist erschienen. Ich habe mir das Ganze hier im CD Digipack gegönnt, gibt auch ein lustiges Bandfoto mit drin. Cooles Cover, sehr gelungen, finde ich. Und ja, das Ganze hier dann nochmal als Poster mit allen Lyrics. Gutes Paket, 8 von 10 Punkte fürs Layout. Dann kommen wir zum Sound. Da ist natürlich bei den Murphys auch immer eine gewisse Herausforderung da, diese ganzen Instrumente gut ineinander zu bringen. Das ist aber hier vollkommen gelungen. Auch da 8 von 10 Punkte. Dann das Songwriting. 11 Songs in 40 Minuten. Das ist eine sehr, sehr humane Länge, finde ich. Und ja, wir kriegen natürlich typischen Folk-Punk, so wie es die Dropkick Murphys einfach drauf haben. Und es gibt natürlich auch die Ohrwurm-Hymnen, die auf keinem Dropkick Murphys Album fehlen dürfen. Und trotzdem muss ich sagen, hätte man nochmal den ein oder anderen Schritt mehr wagen können, meiner Meinung nach. Das Ganze ist so ein bisschen, ja, schon gehört, schon bekannt, nicht so innovativ, trotzdem gute Songs, aber halt eben nichts Neues. Der eine sagt, will ich auch gar nicht, der andere sagt, naja, mal irgendwie was Neues, anderes ausprobieren, tut zum Album manchmal ja auch gar nicht so schlecht. Von daher habe ich für Songwriting 7 von 10 Punkte gegeben. Naja, und beim Hörspaß, da denke ich, sind wir uns einig, Dropkick Murphys machen auf Platte und live immer Spaß, deswegen da ganz klar 9 von 10 Punkte für den Hörspaß. Und so bekommt dieses Album am Ende dann die verdienten 8 Punkte. Und jeder, der in Corona-Depression verfallen sein sollte, dem lege ich Turn Up The Dial auf jeden Fall ans Herz. Ja, was haltet ihr denn von der neuen Dropkick Murphy Scheibe? Schreibt es mir gerne in die Kommentare bei Facebook, Instagram und YouTube. Lasst uns da gerne ein bisschen drüber reden, wie ihr die Platte bewertet. Ansonsten checkt natürlich gerne meine weiteren Reviews, abonniert meinen Kanal, dreht die Mucke auf und bleibt gesund.